Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Handarbeitskanal. Ich bin die Susanne, bei mir geht's ums Stricken. Ja, und mehr auch nicht. Ich habe was Fertiges, ich habe was Neues angefangen, ich habe ein bisschen was weiter gestrickt. Wie immer am Anfang, dies ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Sachen in die Kamera halte, die man zum Stricken halt nun mal so braucht, wie Nadeln oder Wolle oder Anleitungen. Und wer will, kann das als Werbung verstehen. Ja, es ist, komischerweise jetzt ist es die 87. Folge und irgendwie ist es immer noch schwierig, so den Einstieg zu finden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die lieben Kommentare vom letzten Mal. Es sind auch recht interessante, ja, ich nenne es einfach mal Gespräche, virtuelle, schriftliche Gespräche entstanden. Das freut mich natürlich immer ganz besonders. Und ja, danke für die lieben Glückwünsche. Ich kann es auch irgendwie immer selber noch nicht glauben, dass ich echt schon seit 10 Jahren Wolle färbe. Anfangs natürlich noch nicht mit dem Gedanken an einen Shop, aber ja, es sind halt einfach doch schon 10 Jahre Wahnsinn. Ja. Ihr seht schon, was ich fertig habe. Ich will euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Mein Fleecardigan ist endlich fertig geworden. Angeschlagen am 1. Mai 2016. Mal kurz spicken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Na, wo ist denn die Karte dazu hier? Genau, 1.5.16 und beendet am 9.2.21. So, schaut die Projektkarte aus. Hier seht ihr auch den Namen von dem Cardigan. Warum ist er so lange gelegen und warum ist er jetzt fertig geworden? Ich habe das ja vor ein paar Folgen schon mal erzählt, wo ich ihn eben wieder rausgekramt habe. Dieser Cardigan, ich hole ihn mal noch ein Stückchen mehr ins Bild. Falls ihr euch übrigens wundert, was das hier oben, ups, für eine komische Blase ist, da hängt noch ein Luftballon mit Konfetti drin. Genau, der Flea-Cardigan. Ursprünglich gab es nur als englische Anleitung. Während ich es gestrickt habe, kam es dann auch mal auf Deutsch raus. Das ist mein erstes gestricktes Projekt. Nicht nur mein erstes, sondern auch mein einziges, muss ich sagen. Ach, meine Haare hängen heute wieder in alle Himmelsrichtungen, aber ich meine, es geht ja gerade allen von uns so. Ich habe jetzt auch echt beschlossen, ich muss ja jetzt doch wieder selber färben, weil bis die Friseure auf haben und Zeit für mich haben, das da warte ich, glaube ich, nimmer. Zurück zum Fleecardigan. Mein bisher erstes und einziges gestricktes Projekt, also das in Runden gestrickt und vorne aufgeschnitten wird. Ich habe da, also der wird von oben gestrickt, eine Rundpasse eben mit den entsprechenden Zunahmen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich hier das Muster, ich glaube normal wäre nach diesem Muster hier Schluss gewesen. Ich habe dieses Muster noch dran, weil ich wollte, dass es hier ein bisschen mehr über die Ärmel geht. Deswegen ist jetzt leider, aber das stört mich nicht, hier quasi so ein Break. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gescheit sehen könnt. Ja, doch, hier sieht man, dass hier diese eine türkise Linie dann einfach aufhört. Hätte die natürlich auch schlecht irgendwie hier. Da habe ich dann schon abgeteilt gehabt. Genau, hätte genau genommen dann hier und hätte noch diese türkise Linie mit hin sollen. Das habe ich aber dann irgendwie dadurch, dass es ja so lang gelegen war, nicht gesehen. Ist mir auch wurscht. Ich glaube, das ist jetzt, stört nicht so wirklich. Genau, ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann den Körper fertig gestrickt, habe dann nicht die Ärmel, sondern habe mir gedacht, nein, jetzt sticke ich erst, also das, ich habe es abgehäkelt. Das sieht man hier ganz gut, weil ich da eben dieses petrolfarbene Garn genommen habe, habe es abgehäkelt. Weiß gar nicht, ob ich nochmal drüber genäht habe. Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe es nur abgehäkelt. Dann aufgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, wenn beim Sticken irgendwas nicht hinhaut, dann ist es sowieso schon ärgerlich genug, wenn der ganze Teil fertig ist. Aber wenn ich auch noch die Ärmel dran habe, also das Ding quasi komplett fertig ist, dann ist es noch ärgerlicher. Und deswegen habe ich es dann erst gestickt, eben abgehäkelt, gestickt, dann auch schon eine Blende aufgenommen, gestrickt.
Da habe ich euch ja beim letzten Mal gezeigt, dass die so lapperig war, dass ich da viel zu viel Maschen aufgenommen gehabt habe. Die habe ich jetzt auch noch mal komplett geribbelt, habe es mit weniger Maschen gestrickt. Ganz herzlichen Dank da auch für eure lieben Tipps zum, wie man sich das am besten ausrechnet, wie viel Maschen man da braucht. Das hat wirklich super hingehauen, die liebe Brigitte von der Kunkelstube, Evelyn? Nee, die Brigitte war es von der Kunkelstube, die hat mir auch ein Video verlinkt. Also da hat es echt super hingehauen. Ich verlinke euch das auch gerne unten. Ich gebe euch das sehr gerne weiter. So, jetzt scheint hier die Sonne rein und ich schaue gerade irgendwie zumindest an meinem Bildschirm aus wie leberkrank. Also so, ich habe gerade so einen Gelbstich im Gesicht. Vielleicht ist es bei euch am Bildschirm aber gar nicht, sondern nur bei mir. Genau. Wo war ich? Bei der Blende. Ja, also das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank dafür. Genau, und das ist auch gut geworden. Und in dem gleichen Kanal eben von dem, ich weiß jetzt gar nicht, heißt die ich also irgendwie Susan? Bin mir nicht mehr sicher, aber ich verlinke es euch unten. In dem gleichen Kanal, wo die das eben erklärt mit dem, wie man sich das am besten ausrechnet, war auch dann ein Video, wie man die Knöpfe am besten annäht. Ich wollte es mir schon erst gar nicht anschauen, weil ich mir gedacht habe, naja, es ist sorry, Knöpfe annähen. Das kriege ich so auch gerade noch hin. Sondern ich glaube, ich muss jetzt hier echt den Rollladen zumachen. Jetzt gehe ich aber nicht auf Pause, sondern auf Stopp. Genau, damit nicht das gleiche passiert wie beim letzten Mal. So, jetzt ist es etwas besser und ich hoffe, ich kriege die Videos dann auch so zusammengefügt. Aber da bin ich recht zuversichtlich. Genau, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich entschuldigen, vielmals entschuldigen, weil das letzte Mal dann eben tatsächlich das passiert ist, was ich befürchtet habe, dass Ton und Bild auseinanderlaufen. Also, das sollte jetzt normalerweise nicht passieren, weil es ja jetzt zwei getrennte Videos sind. Ich hoffe das Beste. genau, ich wollte mir doch gar nicht anschauen, weil ich mir gedacht habe, naja, also Knöpfe annähen ist jetzt nie wirklich was dabei. Aber doch, die hat nämlich auf der Rückseite, also die Knöpfe nicht einfach so angenäht und auch nicht mit dem Wollfaden, sondern mit einem normalen Nähfaden und damit der nicht die Maschen irgendwann durchschneidet im Laufe der Lebenszeit dieser Jacke, hat die hinten einfach nochmal kleine Knöpfe angenäht. Also die hat, glaube ich, einfach ganz normale kleine Kunststoffknöpfe auch genommen, glaube ich, durchsichtige. Ich habe dann im Internet ein bisschen gegoogelt und gesucht und bin nicht so arg sehr fündig geworden, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich einfach auf den falschen Knopfseiten geschaut. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, ich hatte mal solche Knöpfe oder solche, ich weiß gar nicht, was die für einen Namen haben, solche Dinger da eben gekauft. Kann es euch mal noch mal näher zeigen. Die habe ich ursprünglich für Druckknöpfe gehalten und es war quasi ein Fehlkauf. Und da war ich jetzt sehr froh drum. Also das sind wirklich keine Knöpfe eben in dem Sinn, sondern die sind wirklich dazu gedacht, die da so als Gegenstück anzunähen. Ja, und das ist super, es lappert auch das Gestrick nicht so wie sonst. Also das war auch nochmal ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Da muss ich echt mal schauen, wenn mal wieder die Geschäfte offen haben oder Wollmarkt ist, wo es einen Knopfstand gibt. Dass ich mich da einfach auch mal mit so ein paar ganz einfachen kleinen Knöpfen eindecke. Ja, also so viel zu der Blende. Dann hatte ich euch ja eben auch vor ein paar Folgen, also als ich den wieder rausgeholt habe, erzählt, der war ja hier am Ärmel viel zu eng. Also das ging ja wirklich bis hierher und es saß dann schon knalleeng, also gerade auch hier unter der Achsel und das mag ich ja gar nicht. Also so wie hier, wo hier noch so ein bisschen Spielraum ist und es wird dann erst eng, das geht gerade so. Also das ist in Ordnung, aber hier unter der Achsel so, na, geht für mich gar nicht. Und hatte ich ja dann von der Elli schon mal vor ewigen Zeiten den Tipp gekriegt, du schneid's doch einfach, also näh es ab, schneid's auf und nimm die Maschen auf, also ähnlich wie beim Sticken im Prinzip. Und dann habe ich mich ja endlich dazu aufgerafft, das zu machen. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Das hat super hingehauen.
Ich habe einen Überwendlingsstich benutzt. Und zwar, wie habe ich es mir? Ich habe die Jacke, ich habe es einmal angezogen und mir quasi mit einer Nadel abgesteckt, wie weit ich den Ausschnitt haben möchte. Habe, soweit ich weiß, aber es auch noch dann auf dem Pulli, nicht auf den, sondern auf den, den ich das letzte Mal angehabt habe, weil der fast noch einen Ticken besser passt wie der. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Ist auch egal, also auf einen fertigen, auch gestrickten Pulli draufgelegt. Und das nochmal verglichen. Genau, hat es mir dann eben abgesteckt, habe dann innerhalb dieser abgesteckten Reihe, wo ich gesagt habe, eben bis dahin will ich es haben, abgenäht. Nee, außerhalb. Außerhalb dieser abgesteckten Reihe abgenäht und dann eben entsprechend abgeschnitten. Sonst wäre es ja außen das Abgenähte und so ist es ja schön innen versteckt. Genau, habe dann die Maschen aufgenommen und dann einfach den Ärmel runtergestrickt. Also bei mir ging es jetzt so raus, dass ich angefangen habe mit Größe S, hatte dann aber hier am Körperteil auch schon mal irgendwie oder eben durch diese zusätzliche Blenden, nicht Blende, durch diese zusätzliche Musterfolge hier sowieso auch nochmal Maschen zugenommen, sodass ich dann bei Größe M gelandet bin. Und hier eben dadurch, dass ich so viel Maschen aufgenommen habe, bin ich dann einfach bei der größten Größe gelandet und habe dann hier so ungefähr alle 2 Zentimeter abgenommen. Ja, und das Bündchen zwei rechts, zwei links mit einer kleineren Nadel dann auch gestrickt. Also wie man es so macht. sie passt echt super. Der Halsausschnitt ist ein Ticken eng, also den obersten Knopf würde ich nicht zumachen, dann sitzt hier wirklich knalleng, aber das ist so eine Kleinigkeit. Also ich kann den Knopf kann ich noch gut zumachen oder man lässt halt den auch noch auf, wie man es halt gerade will. Bin jetzt eh keine, die Jacken eigentlich immer zumacht, im Gegenteil. ja, und sie passt echt super. Also es ist hier eine kleine Taillierung, dann geht es hier weiter auseinander. Also es ist so ein bisschen A-förmig. Sie ist auch von der Länge her super. Ich wollte es heute auch anziehen, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Auf der Puppe kann man es einfach besser zeigen. Vielleicht kriege ich mal noch Tragefotos hin jetzt mit der Johanna zusammen. Mal gucken. Vielleicht macht die gerade mal noch ein paar Fotos, die ich euch hinten anhängen kann. Die Ärmel haben sich ewig gezogen. Also normalerweise stricke ich ja Ärmel sehr gerne, weil die eigentlich schön schnell gehen, weil es ja wesentlich weniger Maschen sind als jetzt an so einem Körperteil. Aber das hat sich ewig und ewig und ewig gezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nicht mein Projekt für Stricksex in 2021 gewesen wäre, wäre es vielleicht auch wieder in der Ecke gelandet. Man weiß es nicht. Wobei ich in letzter Zeit schon merke, dass ich gerade so durchaus die Motivation habe, Sachen einfach fertig zu machen. Und gerade wenn es dann so zum Schluss hingeht, dann merke ich schon, also dann bin ich wirklich so, dass ich dann da auch dabei bleibe. Vielleicht geht es ja euch auch manchmal so. So, wenn der Endspurt kommt, dann gibt man noch mal alles. Ja, also so viel zu dem Fleecardigan. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Er passt mir. Ich bin sehr froh, dass er endlich fertig ist. Ja, ich habe hier mal noch ein kleines Wollbüppelchen mitgebracht. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist Next Donegal einfach. Zeige es euch mal. Die ist von der, oder zumindest gekauft über die Woll Factory. Da gibt es eben so kleine 25 Gramm Bobberlin. Genau, 25 Gramm. Also das ist jetzt auch tatsächlich der, wo ich noch am meisten übrig habe. Das sind noch 20 Gramm. Alle anderen habe ich etwas mehr verbraucht. Auch mit dem Grau und dem Dunkelblau ist es recht gut aufgegangen. Es ist immer noch genug übrig. Also ich habe nie Angst haben müssen, dass man die Wolle ausgeht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass noch Unmengen übrig wären. Und die Knöpfe, die, ich war ja dann schon mal auf der Suche nach Knöpfen, bin aber nicht so wirklich fündig geworden, hat dann auch keine Lust mehr und suche mir dann mein kleines Stoffsäckchen raus, eben wo diese Böppelis drin waren, weil ich das ja hier für die hier unten nochmal gebraucht habe, die Farbe. Und siehe da, da war ein Papiertütchen mit Knöpfen drin und ich weiß schon auch noch, wo ich die gekauft habe und dass ich die speziell für die Jacke gekauft habe. Aber bin sehr froh, dass ich erst die Knöpfe gefunden habe, bevor ich neue bestellt habe. Ja, also so viel zu der Jacke. Das ist wie 100% Wolle.
Die war halt einfach günstig damals. Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geschaut, ob es die noch gibt, aber ihr findet ja eh alles in meinen Projekten dann bei Ravelry. Habe jetzt gar nicht geschaut, ob es die noch gibt. Aber für mich war das damals, wo ich die Jacke angefangen habe, halt auch einfach eine günstige Alternative. Und dann habe ich noch so gedacht, naja, so die Jameson und Ding und bin ja so kratzempfindlich und die ist jetzt noch nicht super kuschelweich. Ja, der nächste Fehler, den ich gemacht habe, ich habe erst die Knöpfe angenäht und wollte sie dann baden und habe dann gedacht, ihr Mist, geht ja jetzt gar nicht mehr, sind ja Holzknöpfe. Jetzt muss ich sie im Prinzip mal noch dämpfen. Also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, deswegen krunkelt die vielleicht auch noch so ein bisschen. Also mal schauen, wie das Maschenbild dann wird und wie es vom Anfühlen her wird, wenn ich mich endlich aufgerafft und sie gedämpft habe. Der übliche Frosch beim Aufnehmen, wie immer. So, jetzt aber genug zu der Jacke. Ich habe nämlich noch was fertig, allerdings nichts ganz so Spektakuläres. So, ziehen wir dich mal gescheit an hier, Püppi. eine Kleinigkeit quasi ist noch fertig, nämlich meine Treppenviertelsocke. Und ich habe schon wieder keinen Sockenspanner dabei. Das kennt ihr ja von mir inzwischen auch. Genau. Die Strandtreppe Socken, so heißen sie. Ich glaube, es gibt eine Kollektion oder irgendwas, die Treppenviertel heißen. Also auf alle Fälle sind das die Strandtreppe Socken. Wie ihr seht, Sneakers. Ich finde sie genial. Eben hier hinten mit dem höheren, dass sie nicht immer dann hinten in die Schuhe reinschlupfen. Genau, einfach im Endeffekt immer rechts, links abgewechselt. Das zieht sich eben hier auch die Ferse runter. Hier auf der Seite ergibt sich so ein bisschen so ein schönes Muster. Ja, geht es hier so um die Kurve und nach vorne dann einfach auch oben rechts, links. Und unten einfach glatt. Was es für eine Ferse ist, ich habe die gestrickt, einfach wie sie in der Anleitung angegeben ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, Herzchenferse oder ähnlich wie eine Herzchenferse. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe einfach so gestrickt, wie es in der Anleitung ist. Gut, genau, also die Strandtreppe-Socken von der Nicolor, die sind auch fertig geworden. Das waren ja immer so, also die hatte ich letztes Jahr im Sommerurlaub angefangen. Da hatte ich erst noch irgendwas anderes fertig gestrickt. Dann habe ich die angefangen, weiß auch noch, dass ich auf der Heimfahrt ganz viel dran genadelt habe. Ja, und war nicht so ein bisschen stiefmütterlich, wurde nicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hier, dass ihr auch seht, dass beide fertig sind. Und das waren jetzt im Prinzip immer mein Projekt, das ich mitgenommen habe, wenn ich mit der Johanna zu mir in die Praxis zur Desensibilisierung fahre, weil da muss man ja nach der Spritze immer noch eine halbe Stunde warten. Und ja, da habe ich dann an denen einfach weiter genadelt. Also, zwei fertige Projekte. Die letzten beiden Folgen, meine ich, hatte ich auch jeweils ein fertiges Projekt. Also so könnte es von mir aus ruhig weitergehen. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Gut, die legen wir mal da auf die Seite. Kommt schon wieder die Sonne so raus. Also es ist ja schön, aber zum Aufnehmen jetzt irgendwie doof. Aber gut. Dann habe ich weiter gestrickt. Weiter gestrickt habe ich am Kunkelkall. Da stricken wir uns ja Colorwork-Handschuhe, die man im Übrigen bei uns letzte Woche noch mal ganz, ganz, ganz gut hätte brauchen können. Aber sie sind leider noch nicht fertig. Ich bin aber mit den Abschnitten aktuell. Ich zeige sie euch mal. So schauen sie aus. Hier ein bisschen verkrunkelt, weil ich noch die ganzen Nadeln drin stecken habe. Die Innenseite. Genau. Ich hatte euch letztes Mal gezeigt das Bündchen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich letztes Mal gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob ich mit der Nadelstärke zufrieden bin und dass ich noch auf die bestellten Nadeln warte. Glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich hatte ja angefangen, nee, mit Zweiernadeln habe ich glaube ich nicht angefangen, sondern generell mit den Zweierhalbern. Was sind das? Zweierhalber. Ah, nee, Dreier, genau. Ich hatte mit Zweierhalber angefangen, so. Mit Zweierhalber, da hatte ich irgendwie so das halbe Bündchen geschickt und haben wir schon gedacht, na, das wird aber arg eng.
und habe dann angefangen mit Dreiernadeln. Und hat aber noch ein zweites Dreierspiel und zwei dreieinhalber Nadelspiele bestellt. Ich habe dann ein Bündchen mit drei gestrickt, ein Bündchen mit dreieinhalb. Habe dann auch so in unserer Ravelry-Gruppe, in unserem Thread nach, also habe beides nebeneinander fotografiert, habe dann nachgefragt und auch in unserer Admin-Gruppe, sag ich, was meinten ihr, was ist denn besser? Ist es mit dreieinhalb zu lapperig? Und es war eigentlich schon so die allgemeine Meinung, nee, mit drei ist besser. Das heißt, ich habe die dreieinhalber Bündchen, also das ist ja nur dieser Abschnitt hier, das dreieinhalber Bündchen wieder aufgerippelt, neu gestrickt, habe aber dann überhaupt nicht eingewebt, weil das mit dem Einweben irgendwie nicht so das Wahre war. Demzufolge musste ich dann aber auch das andere Dreierbündchen nochmal aufribbeln und nochmal neu stricken, ohne einzuweben, weil ich weiß nicht, ob man im fertigen Projekt einen Unterschied gesehen hätte, aber das ist dann einfach der innere Monk. Der weiß, das eine Bündchen ist eingewebt, das andere nicht und das geht gar nicht. Also im Endeffekt habe ich die Bündchen viermal gestrickt. Habe es jetzt eben mit Dreiernadeln. Es ist eng, aber wir kommen schon rein. Also man kann schon anziehen. Macht auch nichts, wenn es am Bündchen gerade ein bisschen enger sitzt, weil ich habe ja bisher ein paar Colorwork-Handschuhe gestrickt, die viel zu groß sind. Leider, also überall. Da hatte ich dann auch noch extra das Bündchen verlängert, dass es eben in Hoffnung, dass es da ein bisschen besser sitzt, aber es rutscht trotzdem immer. Nachdem ich jetzt weiß, dass man ja bei diesen Handschuhen nicht mit dem Muster variieren kann, sondern einfach mit der Nadelstärke, bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich die nicht auch irgendwann einmal aufmache und noch einmal mit kleineren Nadeln stricke. Weil es ist ja schade, wenn ich sie nicht anziehen kann. Ich habe die im Winter jedes Mal einmal an, ärgere mich, dass sie so rutschen und das war's dann. Und das ist ja auch schade dann um die Wolle. Aber zurück zu den Handschuhen. Also ich hatte dann das Bündchen viermal gestrickt. Hab dann angefangen mit dem Teil, also der zweite Teil ging dann bis Daumen abtrennen und noch irgendwie ein paar Reihen drüber. Das ging wunderbar. Ich bin dann umgeschwenkt, also normalerweise stricke ich Colorwork mit einem Faden hier, einem Faden hier. Das Problem ist aber, dass das für das Handgelenk dann so eine ungewohnte Bewegung oder vielleicht eben das mit diesem aufgestellten Finger so ungewohnt ist, dass mir dann relativ schnell das Handgelenk und ich meine, mit der Schulter habe ich ja eh Probleme, aber eben auch das Handgelenk wehtut und also hier so Sehnenscheiden oder so hier außen. Also es war nicht schön. Und dann habe ich mir mal das Video vom Thorsten Just Do It angeschaut, das auch viele empfohlen haben. Ich hatte das auch schon mal angeschaut, ich habe es mir dann noch mal ins Gedächtnis gerufen und stricke jetzt seitdem auch mit beiden Fingern auf beiden Fäden auf einem Finger. Und das geht super. Ich muss zwar immer wieder, gerade wenn ich über mehrere Maschen einen Faden stricke, hinten die Fäden ein bisschen wieder stramm ziehen, weil halt dann der eine mit dem anderen mitrutscht. Aber das ist alles machbar. Also mit dieser Methode komme ich jetzt doch auch wirklich recht gut zurecht. Und ich webe jetzt doch auch wieder ein, wobei es, wenn man so strickt, finde ich fast, ist es. Wird es auf eine andere Art und Weise eingewebt, wie wenn man es rechts und links hat? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht verglichen. Aber man sieht das Eingewebte nicht. Also, ich finde, vielleicht liegt es auch einfach an der Fadenspannung, wenn man beide Fäden auf einem Finger hat, dass die Fadenspannung eine andere ist, wie einmal rechts, einmal links. Aber bei dieser beidhändigen Methode finde ich, oder zumindest bei mir, hat man das Eingewebte doch eher mal noch gesehen, wie jetzt eben mit der Methode auf einem Finger. Ja, insofern habe ich da jetzt auch wieder eingewebt. Habe dann auch den zweiten Teil dreimal gestrickt. Immerhin nicht viermal, sondern nur dreimal, weil ich nämlich so dämlich war. Es gibt ja für jeden Handschuh ein eigenes Chart, weil sonst wären ja beide Daumen auf der gleichen Seite. Und ich stricke Chart 1. Die Antonia sagt dann noch zu mir, die war ein bisschen vor mir dann auch tatsächlich. Sagt, Mama, für den anderen muss ich das andere Chart nehmen. Und ich sage noch, ja. Und was mache ich? Stricke zweimal das gleiche Chart. Merke es natürlich erst, wo es fertig war. Und zum Glück habe ich es noch gemerkt, weil ich nämlich eigentlich gar nicht reinschlupfen wollte. Ich bin in den einen reingeschlupft, habe mir gedacht, ja, ist ein bisschen eng, aber wenn dann der Daumen einmal offen ist und der ja nicht auch noch dann mit drin steckt,
Dann wird es schon und wollte den zweiten gar nicht probieren. Und zum Glück habe ich es gemacht und festgestellt, der Daumen sitzt an der falschen Stelle. Also habe ich den zweiten Teil auch wieder aufgeribbelt und ein drittes Mal gestrickt. War aber auch wieder rechtzeitig fertig. Aber so hat Frau einfach mehr von der Wolle und von dem Projekt. Wäre doch langweilig, wenn schon alles fertig wäre. Genau. Beim dritten Teil, also das war jetzt dann eben noch nach diesem Abteilen hier quasi der Rest, konnte man ja quasi fast nichts mehr falsch machen, weil dann wusste man ja schon, welches der rechte und welches der linke ist. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Hirn bei der Sache schadet manchmal nicht. Nein, aber es macht wirklich, es macht total Spaß. Ich finde es auch, es ist ein sehr schönes Gewebe, sehr schönes Maschenbild. Durch dieses Doppelte natürlich mit den Spannfäden ist es auch sehr warm. Ich kann auch gerade mal reinschlüpfen. Ziehen wir hier mal bei dem einen die Nadeln raus. So. Also es ist schon, wie gesagt, eng. So. Es ist auch hier, dass ich tatsächlich mit dem langen Finger, mit dem Mittelfinger wirklich auch hier oben anstehe. Und ich kann die Finger so ein kleines bisschen spreizen. Aber, also ehrlich gesagt, lieber so, als dass mir wieder alles rutscht. Jetzt habe ich den falschen Arm ausgesucht, weil das jetzt genau der mit der Uhr ist. Ja, aber also ich muss ehrlich sagen, das passt. Und wenn dann noch der Daumen dran ist. Und ich glaube auch tatsächlich wenn es dann mal gebadet ist. Und wir haben gestern in der Ravelry-Gruppe hieß es, oder hat eine geschrieben, sie zieht es dann einfach auf den Sockenspanner. Denke ich mir, ja, das werde ich dann auch machen. Und dann gibt sich das sicherlich alles von der Breite her auch noch ein bisschen. Den Daumen habe ich im Übrigen nicht nach der Anleitung gemacht, sondern so wie die Annette in ihrem Tech-Talk-Video erklärt hat. Ich kenne das auch durchaus so, dass man eben nicht die Maschen einfach stilllegt und in der nächsten Runde neu anschlägt. Ich mag das auch nicht so, wenn man während in der Runde eben neu anschlagen muss und ich finde die immer so schwer zum Abstricken und das wird dann bei mir auch gerne immer etwas löchrig. Ich habe es so gemacht wie die Annette. Sprich, da wo die Daumenöffnung hin muss, einfach mit dem Kontrastfaden drüber gestrickt, dann das eigentliche Muster drüber gestrickt, weiter und dann die Nadeln eingezogen und den Kontrastfaden raus. Hier, der Weiße macht so ein bisschen komische Schlaufen. Das ist aber einfach, denke ich, durch dieses, dass ich ja da den Kontrastfaden raus habe. Also da hat sich keine so ganz eine Masche, ich weiß nicht, ob ich. Ja, falsch machen kann man eigentlich nichts. Aber ich denke, also wenn ich da den Daumen weiter stricke, dann wird es schon. Da bin ich zuversichtlich, dass ich das irgendwie geregelt kriege. Ja, wieder viel erzählt zum Kunkelkeil zu den Handschuhen. Aber ich hätte es jetzt auch mit 3,5er wären sie natürlich etwas größer geworden, aber halt dafür auch labberiger. Und vom Maschenbild finde ich es jetzt so echt gut. Also war eine gute Entscheidung, doch nicht auf die ganz großen Nadeln zu wechseln. Dann habe ich noch was, wo ich ein paar Reihen weiter gestrickt habe, nämlich meinen Hoodie. Meinen Hoodie Shawl Cardigan, glaube ich, heißt er. Den habe ich wieder rausgezogen. Ja, und bin halt. Es ist jetzt nicht so wirklich spektakulär und auch nicht so wirklich aufregend. Na, ich stricke da nämlich gerade an der Kapuze. So. So gehört's. Also, wie ihr seht, seht ihr nichts. Das hier ist das Rückenteil. Und ich stricke erst die Kapuze, weil ich einfach dann schauen möchte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir die Wolle reicht. Also es ist kein Problem. Ich habe auch noch eine graue, das ist die Blend von der Wollmeise. Eben einmal dieses bunte, jetzt zeige ich euch die Rückseite, aber ist ja egal. Einmal dieses bunte, eben einmal dieses rosa und dieses so mintblau, türkis, graublau Farbe, ne? Und wenn ich es richtig im Kopf habe, würde man jetzt den Körperteil, hier hängt der Boppel dran, dass er mir nicht dauernd den Weg umgeht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, würde man jetzt eben den Körperteil einfach in diesen bunten, jetzt muss ich es noch umdrehen, in diesen bunten weiter stricken. Und dann kommt unten nochmal ein einfarbiger Abschnitt in eben eine von diesen Farben.
Nachdem mir die aber theoretisch von der Lauflänge her nicht reicht, mache ich jetzt eben erst die Kapuze. Muss dann mal schauen, ob ich nicht auch die Ärmel mache, ob ich dafür die Wolle nicht auch noch brauche, so ein Stückchen. Weiß ich jetzt nicht genau. Und stricke dann den Körper weiter, weil dann weiß ich ja, was ich an Wolle übrig habe. Das stricke ich halt dann da noch mit rein und blende dann eventuell noch in die graue über oder also das entscheide ich ganz spontan, aber deswegen eben erst die Kapuze. Ja, und diese Maschenmarkierer, das ist einfach nur, das markiert immer, dass es 10 Reihen sind, dass ich nicht dauernd zählen muss. Also ich bin jetzt so ungefähr so kurz vor der 30. Reihe und ich brauche 63. Also nicht Reihen, sondern Rippen. Also immer zwei Reihen quasi. Ich glaube, 63 Rippen braucht man und ich bin jetzt so bei knapp 30. Also ja, das zieht sich noch. Das ist jetzt auch nichts sehr Spektakuläres. Ja. Aber ich habe ihn einfach mal wieder rausgekramt und stricke so immer mal wieder dran. Also gerade jetzt auch, wenn dann der Kunkelkall rum ist, dann bekommt der auch wieder etwas mehr Aufmerksamkeit. So, ja, also da ist ein bisschen was gewachsen. Und dann habe ich auch noch was neu angeschlagen. Das eine kann ich euch leider nicht zeigen, weil erstens mal sieht man noch nicht viel. Und zweitens, und das ist der wichtigere Grund, ist es aus der Wolle von unserem Sockenclub, von der Beate und mir. Ich musste sie einfach anstricken, weil wissen wollt, wie sie mustert. Was heißt Muster? Wollt einfach schauen, wie sie sich entwickelt. Und ja, will natürlich jetzt niemandem die Überraschung verderben. Also das zeige ich euch dann irgendwann mal, wenn ich sicher sein kann, dass die Pakete alle angekommen sind. Also es wird dann eher so nach Ostern werden. Ich habe aber noch was Zweites angeschlagen, nämlich Socken und mal wieder mit Colorwork. Das sind die hier, Cochineal. Die Anleitung gibt es noch nicht bei Ravelry. Das sind nämlich die Warm-up-Socken für die Sock Madness. Ja, ich habe mich, was heißt durchgerungen, entschieden, bei der Sock Madness mitzustricken. Ich habe das ja letztes Jahr, ich wusste gar nicht, habe ich da vor dem letzten Jahr schon überhaupt mal was davon gehört? Jedenfalls habe ich das letztes Jahr ganz gebannt und gespannt bei der Annette und der Monika mitverfolgt mit dieser Sock Madness und fand es total spannend. Und habe mal gedacht, ja, aber ich, also schnell stricken, gerade wenn man eben dann doch, dann wird es langweilig, dann macht man wieder was anderes und habe aber dann gedacht gehabt, ich hätte gehört, man kann auch als Cheerleader mitstricken. Da muss man nicht beide Socken, sondern immer nur eine Socke fertig haben. Das gibt es aber so an sich wohl nicht mehr. Ja, und dann habe ich mal so gefragt in der Kunkelstubengruppe, wer strickt denn mit? Und ich bin am Überlegen und dann sagt die Annette, mach doch einfach mit, kann ja nichts passieren. Wenn die rausfliegt, fliegst du raus. Und dann habe ich gedacht, stimmt. Es ist ja nicht so, als ob ich da jetzt mich zu irgendwas verpflichte, was mich möglicherweise auch noch Geld kostet und mich dann im Nachhinein ärgert, wenn ich nicht mitmache oder wenn irgendwas ist. Aber es ist einfach so, dass ich dann da schon auch den Ehrgeiz habe, natürlich, ja, da auch weiterzukommen. Ich mache mir um Gottes Willen keine Hoffnung, auch nur annähernd in die Endrunde zu kommen, aber sag mal so die ersten zwei, drei Runden, vier Runden wäre schon schön. Aber ich, wie gesagt, das erste Mal für mich. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die anderen sind, wie schnell ich sein muss. Man wird sehen. Jedenfalls habe ich mich angemeldet und wir stricken gerade das zweite Warm-up-Pattern. Das erste oder die beiden ersten habe ich leider verpasst. Aber das ist auch nicht so schlimm. Das gehört ja auch noch nicht zum Wettbewerb. Genau, das sind eben diese Cochineal-Socken und die schauen bei mir so aus. Ich habe mich entschieden für diese Wolle. Das ist auch tatsächlich eine Cochineal gefärbte. Also Cochineal ist eben von der Cochineal-Laus, mit der man eben so Pink- und Rottöne färbt. Das ist eine Atelier Citron, eben Cochineal gefärbt. Nicht von mir, die habe ich mal geschenkt, getauscht. Das war, glaube ich, mal irgendein Tauschpaket. Müsst ihr in meinem Stash bei Ravelry nachschauen, da pflege ich das normal schon immer mit ein.
Und dazu habe ich diese Wolle hier. Das ist die Lana Grossa Meilenweit Merino Hand-Dyed. Die haben die ja letztes Jahr rausgebracht, eben so eine Hand-Dyed-Kollektion. Also da gibt es auch, das ist auch eine Limited Edition. Und das war ganz super. Ich war nämlich eh schon so ein bisschen, bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn die Firmen, die natürlich die Logistik und den Background und alles haben, so Hand-Dyed-Yarn rausbringen, dass sie natürlich wesentlich mehr produzieren und wesentlich günstiger verkaufen können. Und denkt man, ja, und wir Handfärberinnen, die liebevoll jeden Strang einzeln färben. Also ich zumindest. Andere haben wahrscheinlich da auch das entsprechende Equipment, um ein paar mehr Stränge zu färben. Denke mal, ja, wir haben dann wieder das Nachsehen. Kann man sehen, wie man will. Ich hatte da auch in der Gruppe so ein bisschen das mitverfolgt und da kam dann auch das Argument, naja, aber es gibt ja viele Leute, die sich handgefärbt einfach nicht leisten können und da muss ich sagen, ja klar, natürlich ist teurer und ich kaufe ja auch durchaus mal günstige, nicht handgefärbte Wolle. Und denen macht man natürlich auch eine Freude, wenn das handgefärbt ausschaut und vielleicht bringt man die eben durch diese etwas günstigere Wolle dazu, sich auch mal zu sagen, ach Mensch, dann kaufe ich doch auch mal so bei einer Handfärberin einen Einzelstrang. Also das war da in der Gruppe so dieser Tenor. Also so eben das eine, da macht man die Handfärber damit kaputt, das andere, naja, aber man bringt die Leute, die auch die Wolle dann natürlich im normalen Geschäft kaufen können, vielleicht eher eben auch ein bisschen in Richtung dieses Handgefärbte. Das muss jeder auch für sich selbst entscheiden, um Gottes Willen. Ich war jedenfalls neugierig und wollte die sowieso ausprobieren. Und dann hatte beim letzten, vorletzten Kunkelstubentreffen, lang, lang ist's her, ja. jemand eben diesen Strang dabei und wollte ihn quasi loswerden, weil es halt von den Farben her nicht ganz so ist wie erwartet. Und dann habe ich gesagt, ja, freilich nehme ich. Und ich habe mir das Bild jetzt nur schwarz-weiß ausgedruckt, aber im Endeffekt ist das eben, also was ihr hier schwarz seht, eben Ferse, Bündchen und so weiter, das ist dieses rote Cochenil. Meins ist eher ein bisschen pink, auf dem Bild ist es mehr rot und eben so ein gesprenkeltes Garn dazu. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wunderbar, das passt doch. Und habe eben angefangen mit den beiden zu stricken. Mit zweier Nadeln. Ich habe jetzt auch mal das Experiment gewagt, beim Colorwork weiter mit zweier Nadeln zu stricken. Also warum es hier so groß wird, das ist einfach, weil hier schon die Ferse anfängt. Das Colorwork habe ich auch mit zwei. Gut, dass es hier nach dem Bündchen natürlich etwas dann nach außen geht, ist klar. Hier geht es ein bisschen nach innen und hier wieder ein kleines bisschen nach außen. Also man merkt schon, dass es hier doch ein kleines bisschen fester gestrickt ist. Ich werde jetzt mal dann, das Muster wiederholt sich dann auch nochmal vorne vor der Spitze, habt ihr gerade gesehen. Da werde ich vielleicht auch auf zweieinhalber Nadeln gehen und das einfach mal ausprobieren. Das ist eben auch das Tolle ja bei der Sock Madness, dass man da einfach auch mal vielleicht ein bisschen zum einen aus seiner Komfortzone natürlich rauskommt und Sachen strickt, die man sonst vielleicht nicht stricken wird und vielleicht ja auch so ein bisschen experimentierfreudiger wird. Also mir gefällt es total gut. Es ist natürlich hier, wo so ein bisschen die dunklen Stellen kommen, verwischt das Muster so ein bisschen, aber also an sich gefällt es mir echt total gut. Habe es auch wieder mit der Methode vom Thorsten, also mit diesen zwei Fäden auf einem Finger. Ja, wie gesagt, bin jetzt bei der Ferse. Eine Pyramidenferse habe ich noch nie gehört und noch nie gestrickt, aber sieht sehr interessant aus. Das werdet ihr dann auch sehen beim nächsten Mal. Und genau, eben das Muster dann vor der Spitze werde ich dann mit zweieinhalb stricken und dann schaue ich mal, ob das dann besser hinkommt wie das. Zu groß sind sie mir sowieso, weil es ist die kleinste Größe von der Maschenzahl her und das sind aber 64 Maschen oder sogar noch mehr, müsste ich jetzt nachschauen. Und ich stricke ja nun mal eh schon mit zweier Nadeln und mit 56 Maschen. Also ist das zu groß, aber stört mich jetzt auch nicht. Ich stricke es jetzt. Ich habe noch überlegt dann, ich habe auch das Bündchen falsch gestrickt. Da gab es nämlich, das sind zwei links, eine rechts und es gab eine Korrektur, dass man die rechts verschränkt abstricken soll. Das habe ich aber leider nicht gesehen.
Und ja, auch mehrere in der Gruppe haben beschlossen, wir lassen das jetzt so. Ich habe überlegt, ob ich es nochmal aufmachen soll, weil ein Mustersatz sind 8 Maschen. Das heißt, wenn ich einen Mustersatz weglasse, käme ich auf meine Maschenzahl, die ich normalerweise brauche. Aber nö. Ich lasse es jetzt so. Ich stricke jetzt beide eben in etwas größer. Muss mal schauen vom Schaft, von der Breite her, welche Größe das ist, damit ich den Fuß dann auch entsprechend lang mache. Und dann ist das das erste Paar für meine Geschenkekiste, die ich schon lange mal machen wollte und noch nie gemacht habe. Ja, also so viel zu den Sock Madness Warm-up-Socken. Ich bin sehr gespannt. Momentan läuft eben noch die Anmeldephase und so Anfang März geht es dann los. Ja, und wie gesagt, bin da ganz neu, ganz unbedarft, ganz aufgeregt, und sehr gespannt, wie ich mich wohl schlagen werde. gefärbt habe ich nur für unseren Osterclub, das kann ich euch leider nicht zeigen. Dann habe ich noch was getauscht. Ich hatte mir Stifte bestellt, eigentlich für mein Bullet Journal. Diese habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen, Outline-Stifte. Das ist, man schreibt mit denen. Und dann bildet sich da quasi um diese Linie, diese gezeichnete, geschriebene, eine Kontur außenrum. Also das schaut aus, als ob man eben was geschrieben hätte und dann nochmal mit dem Stift drum rumgegangen wäre. Total super, auch mit Glitz, also total schön. Ja, aber drückt leider total durch. Ich habe ein normales Blatt Papier genommen, habe da eben was draufgeschrieben. Oh, ist das schön. Habe es aber nicht umgedreht. Habe das Deckblatt von meinem Bullet Journal geschrieben, Blätter um und habe gedacht, mich trifft der Schlag, weil das also durch das Blatt total durchgangen ist und man hat noch froh sein müssen, dass es nicht auch noch auf das nächste, das quasi drunter war, durchgegangen ist. Dann habe ich das in unserer Bullet Journal WhatsApp-Gruppe so ein bisschen gejammert. Gesagt, Mensch, schaut mal, eigentlich so toll, aber ich werde die halt jetzt zurückschicken, weil ganz billig waren sie auch nicht. Und dann hat die Diana, ehemals Leusachgarn, jetzt heißt sie anders, mir geschrieben, du Mensch, was willst du denn dafür haben? Ich würde die nehmen. Ja, und dann haben wir uns geeinigt. Ich habe gesagt, ach du, wenn du irgend Wolle hast, die du loswerden willst, dann können wir gerne so ein kleines Tauschpaket machen. Und sie hat mir die wahnsinnige 3 Stränge Wolle geschickt. 2 kann ich euch zeigen. Das ist Sockenwolle. Einmal in so, wow. Also total schön gemacht. Ich finde es klasse. Sowas kriege ich komischerweise irgendwie gar nicht hin. Entweder sind bei mir die Farben klar abgegrenzt oder sie verschwimmen komplett ineinander. Aber so, ich weiß auch nicht. Und einen braunen, so ein schönes, ja, Nussbraun, auch so meliert. Bei mir am Bildschirm ist es jetzt sehr rotstichig, das ist es eigentlich nicht. Und es war noch ein dritter dabei, nämlich ein pinker, so pink-rosa Mehl, ähnlich wie der, nur in eben pink-rosa. Der ist aber schon in meiner Tasche für die Sock Madness. Ja, da kann ich euch vielleicht auch noch ein Bild anhängen. Ich habe nämlich meine ganzen Sockenwollvorräte nach oben gekarrt. Und ein bisschen sortiert, also sortiert an sich sind sie schon, aber ich habe halt eine Kiste mit einfarbigen, da ist sehr wenig drin. Eine Kiste mit bunter Wolle, die ist sehr voll. Und dann noch so die Schätze wie die handgefärbte oder die Opalwolle, die ich eigentlich hier in meinem Schrank mit drin habe. Und das habe ich mal alles nach oben in den ersten Stock, da habe ich Platz genug dafür und das da quasi verteilt. Und mir die Materialliste für die Sock Madness ausgedruckt und da schon mal ein bisschen geschaut. Wobei es echt schwer ist, wenn man hat zwar schon die Angabe, was weiß ich, eben eine Kontrast, also eine Main Color und eine Kontrastfarbe. Und die sollten natürlich einen großen Kontrast haben. Klar, das kann man sich ja noch denken. Ich glaube, eine Wolle ist dabei, wo siehst, da geht auch so selbststreifend oder eben so variegated, also halt. Sowas in der Art. Das ist aber eigentlich nur ein Socken, ein paar Socken. Und ich habe aber leider von der Wolle am allermeisten. Ja.
Ich dachte auch, ich hätte das bei der Monika letztes Jahr so verstanden, dass sie sich das eben auch schon mal hergerichtet hat. Aber sie hat mir dann geschrieben, nee, sie geht, also sie hat es gut sortiert und geht halt dann wirklich, wenn das Muster rauskommt, hin und sagt, die und die Wolle nehme ich. Ich habe es jetzt mal ein bisschen mir schon mal vorsortiert. Ah, da kommt die Post, aber eigentlich müsste die Johanna da sein. Ich habe es mir schon mal so ein bisschen vorsortiert quasi. Ob es dann tatsächlich, ob ich es dann tatsächlich mit der Wolle strick, die ich rausgesucht habe, das werde ich dann auch entscheiden, wenn das Muster da ist. Ich wollte auch nicht unbedingt welche bestellen. Zwei Knäuel habe ich bestellt. Zwei Knäuel, genau, und noch ein bisschen einfarbige. Das zeige ich euch dann, wenn es da ist. Und Perlen. Man braucht Perlen und da habe ich mir auch einen ganzen Schwung Perlen bestellt. Die sind auch schon unterwegs. Ja, also ich bin gerüstet und ich bin sehr neugierig. Und wenn ich dran denke, hänge ich euch ein Foto an. Apropos dran denken, ich habe auch vergessen, euch letztes Mal ein Foto von Antonia mit ihrem Auto anzuhängen. Aber jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, dass ich dieses Mal dran denke. Und das Foto von der und Sockenwolle, das muss ich mir jetzt auch gleich noch aufschreiben. Hat sie jetzt aufgemacht? Nee, die Oma ist vorgegangen. Na gut. Ja, ich habe gedacht, heute habe ich nicht so viel zu erzählen, aber es summiert sich doch. Dann wurde ich gebeten, von meinen Erfahrungen mit dem Wollwickler zu erzählen. Und das mache ich natürlich sehr gern. Ich hatte mir ja kurz vor Weihnachten, nach Weihnachten, vor Weihnachten, egal, um Weihnachten rum, den Nitpro-Wollwickler, den aus Holz gegönnt. Und ich muss sagen, ja doch, ich bin zufrieden damit. Ich hatte ja vorher den, auch von Nitpro, aber den aus Kunststoff. Mit dem, also vielleicht liegt es auch an mir. Jedenfalls mit dem aus Holz, also er ist auf alle Fälle leise. Da rattert nichts. Gut, der eine, den quietscht ein bisschen, aber da kann man ja ein bisschen mal Öl oder was hintun. Aber da rattert nichts. Also der ist wirklich angenehm zu wickeln. Er macht tolle Knäuel. Also jetzt, wenn ich euch rieche, da ist ja jetzt auch schon ein bisschen was raus. Aber der ist, die sind wirklich, die sind stabil. Da suppelt nichts. Was ich ja bei dem alten hatte, dass man da dauernd beim Wickeln eben der Faden immer oben drüber gesprungen ist und dann hatte ich auch immer wieder zwischendrin am Knäuel, hol noch mal her, zwischendrin am Knäuel eben immer so die Fäden, die halt hier schön anliegen, die dann hochgestanden sind, wo sich natürlich dann wieder alles verwurschtelt. Das ist jetzt bei dem neuen nicht. Bei dem neuen habe ich es ab und zu, dass mir der unten ein bisschen rumhüpft, der Faden. Aber ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich, wenn ich ein paar Meter einfach gewickelt habe, wenn ich schon einen kleinen Popperle eben auf diesem Dorn habe, dann schiebe ich den ein kleines bisschen nach unten, nicht viel, das ist glaube ich kein halber Zentimeter. Und dann habe ich das auch nimmer, dass mir der Faden eben so unten drüber rutscht. Ist jetzt meine Erfahrung. Ansonsten total super. Auf die, also dieser Griff, den man nimmt, mit dem man dreht, der könnte ein bisschen größer sein. Also da kriege ich wirklich Probleme mit den Fingern und auch mit dem Handgelenk. Ich bin da natürlich vorbelastet. Anderen macht sicherlich gar nichts aus. Aber der ist schon relativ frei. Also der ist ja nicht wirklich nicht größer oder nicht breiter wie jetzt hier der Gulli. Und wenn man den dann so mit den Fingern, also mir geht es dann immer gern aufs Handgelenk. Wie gesagt, das ist mein Problem. Aber mein Mann hat gesagt, er schaut da mal, ob er da irgendwas findet, dass er mir da ein bisschen einen größeren Böppel dran macht. Ja, aber so muss ich ehrlich sagen, bin ich echt zufrieden und ärgere mich im Nachhinein, dass ich mir den nicht gleich geleistet habe, weil der natürlich teurer ist als der Kunststoffwickler. Wobei der Kunststoffwickler jetzt auch nicht schon so ein ganz billiges Schnäppchen war. Ja, also ich kann jedem empfehlen, der sich einen neuen Wollwickler kaufen will. Es gibt ja auch Wollwickler in dieser Art von Sheepies, nein, Sheepies, glaube ich, spricht man es aus, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Von was Lana Grossa sogar irgendwie habe ich es gesehen. Also, das ist alles im Endeffekt dieses System, wie auch der Knit Pro Wickler ist.
Kosten auch, was ich gesehen habe, alle eher so das Gleiche. Ich glaube, Lana Grossa war eher ein bisschen teurer, aber dann müsstet ihr einfach mal gucken. Aber ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr überlegt, euch ein Wollwickler zu kaufen, dann spart lieber mal noch ein, zwei Monate länger und kauft euch dafür den Gescheiden. Ist jetzt so meine Erfahrung, weil, wie gesagt, also mein allererster Wickler war ein Gebrauchter und der war, ja, war in Ordnung. Irgendwann war halt das Zahnradl ausgenackelt. Aber es war das gleiche System wie dieser Kunststoff-Nitpro-Wickler. Und aber jetzt wirklich der Vergleich von diesem einen neuen zu dem anderen neuen, muss ich ehrlich sagen, hat natürlich der aus Holz, der teurere, eindeutig gewonnen. Entschuldigung, irgendwie habe ich jetzt einen totalen Frosch. So, dann fehlt noch eines, nämlich die Verlosung. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, anlässlich der 2000 Abonnenten möchte ich eine kleine Verlosung machen. Und weil ich mir so immer so ein bisschen schwer tue, zu sagen, oder finde es immer ein bisschen schade, wenn ich sage, ich verlose jetzt einfach die und die und die Wolle. Und dann kriegt es vielleicht jemand, der sagt, Bonnie, aber blau ist jetzt überhaupt nicht meine Farbe. Deswegen habe ich ja gesagt, verlose ich 20% Gutscheine für meinen Palundo-Shop. Und dann könnt ihr euch da selber was Schönes aussuchen. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Also ich habe hier diesen Comment-Picker auf meinem Handy aufgerufen, mit dem man da eben, mit dem es die anderen auch immer machen, mit dem man da eben die Kommentare da zufallsmäßig einen raussuchen kann. Habe hier auch schon die URL von dem letzten Video eingegeben. So, 49 Kommentare, sagt er mir, sind's. Und jetzt starte. Und was ich noch sagen, oder was ich natürlich letztes Mal schon sagen hätte sollen, das ist allein meine Veranstaltung. YouTube hat nichts damit zu tun und auch Palundo hat nichts damit zu tun. Eure Adresse brauche ich im Prinzip nicht, also die kriege ich ja dann über Palundo, wenn ihr bestellt. Aber ihr müsst damit einverstanden sein, dass ich euch hier erwähne. Das hätte ich letztes Mal natürlich schon sagen sollen, aber ich meine, im Prinzip ist es ja logisch, wenn man da mitmacht, dass man dann auch erwähnt wird. Und genau, ich hatte ja darum gebeten, in eurem Kommentar entweder ein Wollknäuel-Emoji zu posten oder wenn ihr das nicht habt, einfach das Wort Wollknäuel hinzuschreiben. Das hat auch super funktioniert. Und jetzt geht's los. So, er wird langsamer und langsamer und langsamer. Und gewonnen hat die Viola. Ah, jetzt muss ich erst gucken, ob ich hier einen Wollknäuel habe. Ah ja, genau. Sie hat geschrieben, sie hat kein Wollknäuel hier in der Funktion, aber das Wort ist da. Die Viola Keller hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. gut, ich glaube, ich schreibe mir jetzt mal sicherheitshalber gleich die Namen auf, weil ich kenne mich ja, kann mir das nicht merken und dann muss ich mir das Video nochmal anschauen. Viola Keller. So, dann picken wir mal den zweiten Gewinner. Es wird langsamer und langsamer. Jawohl, hier ist ein Wollknäuel-Emoji und das ist die Birgit Germann. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Ich zeige es jetzt nicht in die Kamera und ich lese jetzt auch nicht die ganzen Kommentare vor. Ihr müsst mir da einfach vertrauen. Birgit Germann. So. Und aller guten Dinge sind drei. Picken wir nochmal einen Winner. Kann sie mir hier zeigen, dass ihr auch seht, dass ich tatsächlich hier auch was mache. Genau. Und hier ist auch wieder das Wollknäuel als Wort. Und das ist die Gudrun Seitz. Auch dir einen ganz herzlichen Glückwunsch. So. Ja, ihr drei. Ich finde es immer sehr nett, das ist wirklich sehr nett, die Kommentare. Ihr drei, meldet euch bitte bei mir. Schreibt mir bitte eine E-Mail. Die Adresse steht unten. Das ist die farbenspielerei@wild-traubing.de. Steht auch unten in der Infobox. Schreibt mir bitte jeweils eine E-Mail, damit ich euch dann eben diesen Gutscheincode per E-Mail zukommen lassen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Und alle anderen seid nicht traurig. Es wird sicherlich mal wieder was geben auf meinem Kanal. Spätestens bei den 3000 Abos. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, genau. Ich hatte ja gesagt, die Antonia möchte gern mal wieder mit aufnehmen und ich mache das natürlich auch sehr gern mit ihr.
Aber wir haben es jetzt die Woche zeitlich einfach nicht hingekriegt, weil sie ist jetzt natürlich in der Arbeit. Es ist Mittwochvormittag. Am Nachmittag habe ich aber noch einen Arzttermin. Also da hätten wir es dann auch nicht geschafft und habe schon kurz überlegt, erst nächste Woche aufzunehmen. Aber ja, ich wollte doch natürlich einfach gern in meinem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben und vor allem natürlich auch die Gewinner ziehen. Da war ich selber ja auch schon ganz aufgeregt, ob es alles hinhaut. Ja, also genau, sonst hätte ich die Verlosung natürlich mit ihr zusammen gemacht, aber ja, wir haben gesagt, also wir planen es ganz fest. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal dann vielleicht was klappt, dass ich vielleicht am Vormittag schon aufnehme und sie dann am Nachmittag noch ihren Teil und beziehungsweise wir zusammen. Ja, wir werden sehen. Also sie wird definitiv demnächst mal wieder mit dabei sein. Gut, ansonsten, Mai, gibt es nichts zu erzählen, weil wie bei euch allen, ach, ich kann euch mal noch mein Februar-Deckblatt zeigen von meinem Kalender. Ganz was Einfaches. zu erzählen gibt es nicht viel, weil wie bei euch allen passiert natürlich nichts. Ja, nichts. Beim Orthopäden bin ich zurzeit dauernd wegen meiner Schulter, aber das ist heute eben das letzte Mal. Fasching war keiner. Ja, heute ist auch schon Mittwoch. Die letzten Tage ist es mir schon, also bisher ist es mir nicht abgegangen. Im Gegenteil, ich fand die Ruhe zwischen Weihnachten und jetzt eben mal ganz angenehm. Aber jetzt so die letzten Tage, so seit Donnerstag, wo man sagt, ach, da wäre jetzt Weiberfasching und der Auftrittsfreitag und der Endspurt und der Kinderfasching und so. Also da war es jetzt schon ein bisschen hart, aber mein Gott, ist wie es ist. Wir müssen alle, die irgendwie im Fasching involviert sind, denen geht es so und. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder Fasching haben werden. So, einfach. Ich bin zuversichtlich. Bin generell da ein, versuche immer ein sehr positiv denkender Mensch zu sein, gerade auch wenn es sowas denkt. Es kann ja nur noch besser werden. Also, in dem Sinn mache ich jetzt auch Schluss, weil es ist jetzt auch tatsächlich schon, ja, wieder über eine Stunde. Ich versuche dran zu denken, euch die ganzen Fotos anzuhängen. Ich versuche jetzt auch gerade noch mit der Johanna hier vielleicht ein Tragefoto zu machen. Und ja, danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, an die Gewinnerin nochmal herzlichen Glückwunsch und meldet euch bei mir. Und also sollte sich tatsächlich irgendjemand nicht bei mir melden bis in 14 Tagen zum nächsten Video, dann würde ich da einfach nochmal neu auslosen. Aber ich hoffe, ihr meldet euch. Und ja, bleibt mir gesund, haltet die Ohren steif. Jetzt kommt das schöne Wetter, dann kann man zumindest wieder ein bisschen spazieren gehen und rausgehen. Und ja, denkt dran, es kann nur besser werden. Think positiv, oder heißt es doch so schön. Also, in dem Sinn, macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!